Bonsoir, madame et messieurs. Le topic aujourd'hui est Légion étrangère. Je parle avec monsieur Heinrich Bach. Monsieur Heinrich Bach est responsable pour tous les légionnaires en Allemagne, l'Autriche et Luxembourg. Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Heiner Zipfel. Ich begrüße euch alle wieder zu der legendären Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Mein Thema heute ist die Fremdenlegion. Und da habe ich einen Mann eingeladen, der verantwortlich ist für die Fremdenlegion in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Er war von 1960 bis 1965 selbst Legionär, war dann 16 Jahre Präsident der Amitale in Mannheim, ist heute Ehrenpräsident, arbeitet im Verwaltungsrat und ist der Präsident der Legionäre von Deutschland, Österreich und Luxemburg. Begrüßen Sie mit mir Heinrich Bach. Hallo Heinrich. Hallo, bitte. Ich habe die große Freude, wir haben uns gesagt, wir duzen uns. Ja. Das ist eine große Ehre für mich. Ja, Heinrich, ich dachte mir, es wird mal Zeit, dass mal die Fremdenlegion vorgestellt wird. Es gibt viele Jugendliche, nicht nur in Deutschland, die können mit dem Begriff gar nicht anfangen. Das tut schon ein bisschen weh, oder? Ja. Wie ist denn die Fremdenlegion entstanden? Kannst du das mal kurz umreißen? Ja, sehr gerne. Die Fremdenlegion ist eigentlich 1831 von König Louis Philippe von Frankreich gegründet worden. Ja. Es gab damals in Frankreich sehr große Probleme. Der französische König hatte zu viel Militär, konnte nicht mehr alle ernähren und es wurden viele Regimenter aufgelöst. Ja. Diese Soldaten, die da freigesetzt wurden damals, die fielen dem französischen Staat zur Last. Ja. Nach der Revolution von 1830 hatte Louis Philippe große finanzielle Probleme und er kam auf die Idee, diese Soldaten ins Ausland zu schicken. Dazu musste er eine neue Armee gründen, und zwar die französische Fremdenlegion. Das war im März 1831. Mhm. Als Grundpfeiler, und zwar, es gibt zwei Pfeiler der französischen Fremdenlegion. Der erste war das berühmte Regiment von Hohenlohe, mit ungefähr 2000 Mann. Ja. Der zweite Pfeiler, die berühmte Schweizer Garde. Und von der Schweizer Garde haben sich auch sehr, sehr große Mengen an Soldaten für die Legion gemeldet. Der Rest ging zurück in die Schweiz und von dort in den Vatikan nach Rom. Die Louis Philippe hat damals diese Legion gegründet, obwohl viele, viele dieser ehemaligen Soldaten gar nicht Französisch sprachen. Und das war das größte Problem, was er am Anfang hatte. Er hat es geschafft. Trotzdem, er hat mehrere Kompanien gegründet in diesen Regimentern mit unterschiedlichen Sprachen. Und erst später kam er darauf, dass es viel besser wäre, alle von Grund auf Französisch sprechen zu lassen. Und damit, die mussten dann alle Französisch lernen. Die Fremdenlegion, diese neu gegründete Fremdenlegion, hat er nach Algerien verschickt. In Algerien damals, das war unter türkischer Herrschaft, der Bey von Algier war ein Türke. Und die hatten das südliche Mittelmeer unter ihrer Gewalt über viele Handelsschiffe. Und das war eigentlich für alle Anrainerstaaten im Mittelmeer ein großes Problem. Und als die Legion gelandet war, hatten sie ihren ersten großen Kampf. Und im Laufe von 2 Jahren hat die französische Fremdenlegion für Frankreich ganz Algerien erobert. Die Fremdenlegion untersteht ja direkt dem Staatspräsidenten. Ja, ist das richtig? Das ist richtig. Der Staatspräsident kann bestimmt nicht wie in Deutschland. Wir haben ja in Deutschland eine Armee, die vom Bundestag gemanagt wird praktisch. In Frankreich ist es ganz anders. Der französische Präsident bestimmt alleine, er kann die Legion alleine einsetzen. Er kann veranlassen mit einem Befehl, dass die Fremdenlegion in ein Land geschickt wird, dass er wo er es für notwendig hält, weil zum Beispiel in Ostafrika, da militärische Probleme. Die Fremdenlegion ist heutzutage in 8 Staaten in Ostafrika im Krieg.
Und macht dann natürlich am anderen Tag, wenn es der Notfall, wenn sie in die Region unterwegs ist, wird im Verteidigungsministerium entschieden. Aber der, es ist ja eine Präsidentenarmee. Frankreich hat keine 16 Staaten. Er bestimmt ganz alleine. Jetzt wollen wir unseren Fernsehzuschauern mal erklären, was ein Amicale ist. Ja. Amicale ist doch ein Zusammenschluss ehemaliger Legionäre aus den Heimatländern. So ist es richtig. Eine Amicale, das Wort Amicale bedeutet nichts anderes als, als ein Verein. Also ein Verein ehemaliger Fremdenlegionäre. Wir sind ja eine ganz besondere Armee. Wer in die Fremdenlegion geht, der bricht mit seinem Vorleben. Er nimmt die Legion als Heimat an. Und dadurch ist auch später, wenn er die Legion wieder verlässt, treffen sich immer alle ehemaligen Legionäre, die dazu noch in der Lage sind, auch wenn sie älter sind, in bestimmten Amikalen. Wir haben in Deutschland im Moment noch 13 Amikalen. Jeder Amikale wird geleitet von einem Präsidenten, der ist zuständig. Und wir unterstehen der Föderation der Legion in Paris. Jetzt warst du 16 Jahre lang der Präsident der Amikale in Mannheim. Und du hast die Amikale praktisch zu einem internationalen Ansehen verholfen. Und jetzt bist du Präsident nicht nur der Mannheimer Amikale, jetzt bist du Ehrenpräsident von denen geworden, jetzt bist du Präsident von allen Amikalen in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Das ist richtig. Also um dich geht gar nichts. Ne? Ja, das, natürlich. Ich habe meinen Sitz in Paris bei der Föderation und bin der Delegé des Generals für Deutschland, Österreich und für Luxemburg. Jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Da gibt es also, es gibt immer diese schönen Abkürzungen. Die Amikale werden abgekürzt mit AALE. Und da gibt es noch ein FSALE und das ist der Dachverband. Das ist der Dachverband. Ja, da bist du Delegé. Da bin ich Delegé. Ich war im Verwaltungsrat in Paris 15 Jahre. Das kann man hier sehen. Das ist der Fédération des Sociétés d'Enseignement étrangères. Und der Präsident ist der Rémy Gauzère. Rémy Gauzère. General Rémy Gauzère. General Gauzère ist ein Vier-Sterne-General. Klingt spanisch. Nee, er ist Franzose, ja. Nicht? Ja, ein sehr bekannter General in Frankreich und das ist mein großer Chef. Großer Chef. Ja, und du hast ein eigenes Büro in Paris? Einen Schreibtisch, sage mal so. Ja, gut. Ein Büro, ne? Ja, ich bin öfters in Frankreich. Wir haben ja immer wieder Sitzungen, Versammlungen in Frankreich und deshalb bin ich laufend in Paris. Aber es stimmt schon, wenn sich einer für die Region bewerben will oder bewirbt, in Deutschland, Österreich, Luxemburg, da geht es alles über deine Wenigkeit. Du musst die Zustimmung geben. Nein, das ist nicht ganz richtig. Es wenden sich viele an mich. Und die bekommen von mir dann die Unterlagen oder die notwendigen Daten, wohin sie sich wenden müssen. Heute in der modernen Zeit gibt es sehr viele Bewerber für die Legion, die sich über Internet melden. Aber das muss ja jemand prüfen, oder? Ja, es gibt in Frankreich 11 Anwerbestellen, wo sich diese Leute bewerben können. Wenn sie mir eine kommen, schicke ich nach Paris oder ich schicke nach Straßburg. Und diese Leute, diese Bewerber, diese jungen zukünftigen Legionäre, die bewerben sich dann, werden in einer Vorauswahl in diesen Rekrutierungsstellen, sagen wir mal, besichtigt, geprüft. Und erst dann, wenn der zuständige Offizier in diesen Bewerbungsbüros entscheidet, dass er eventuell geeignet sein könnte, dann geht er nach Paris. Darf ich gerade unterbrechen? Ja. Ich habe gelesen, bei euch ist ja nicht nur eine körperliche, sondern vor allem eine psychische Prüfung. Und dann kommen die Leute erstmal, wenn sie da für gut geheißen werden, in ein Bewährungsbataillon. Ist also nicht gesagt, wenn der anfängt, dass sie überhaupt einen Vertrag bekommen. Ich glaube, wenn wir 10 oder noch mehr weniger bekommen, überhaupt einen Vertrag. Also wir haben im Moment 10.000 Bewerber pro Jahr und wir nehmen zwischen 700 und 800. Das heißt, jeder 13. hat die Chance, Legionär zu werden. Also 10% schaffen es ungefähr. Oder? Ja, knapp über Daumen. Ja. Jeder 13. Ja, das ist schon ein hartes Das sind die Zahlen vom letzten Jahr. Ein hartes Auswahlverfahren. Das ist richtig. Wir sind ja, die Legion besteht ja heute, ist eine moderne Einsatzgruppe. Truppe, da können wir nicht jeden nehmen. Nicht jeder ist in der Lage, mit modernen Waffensystemen umzugehen. Kannst du das nochmal kurz erklären? Also, das heißt, wenn sich jemand werben will, es kann ja sein, dass jetzt jemand zuschaut, der sagt, oh, das interessiert mich.
dann schickst du, da kann man sich an dich wenden und du gibst ihm dann die Adresse, wie er sich weiter verhalten soll oder wo er sich melden soll. Das ist richtig, ja. Und dann geht er zu dieser Aufnahmestelle oder wie nennt sich das? Oder? Und muss er dann einen Test machen? Oder wie? Es ist ein Rekrutierungsbüro. Aha. Und ja, die werden dann durch verschiedene Tests, sowohl psychischer Art wie auch körperlicher Art, jeder ist den Strapazen gewachsen, weil wir haben die härteste Ausbildung aller Armee. Ja. Und da gibt es eine Vorauswahl. Ja. Und wie gesagt, dann geht er nach Paris, wenn es einer schafft. Und in Paris kommen die nächsten Prüfungen. Aha. In Paris ist das Sitz des Rekrutierungsregiments. Und wenn er es dort schafft, dass die Offiziere und Unteroffiziere dort der Meinung sind, er könnte geeignet sein, dann geht er nach Aubagne. In Aubagne, das ist bei Marseille, das ist unser Hauptquartier, das ist das Hauptquartier der Region. Aber auch dort kann er immer noch wieder nach Hause geschickt werden. Aha. Jedes Mal durchläuft er viele, viele verschiedene Prüfungen. Er muss sich auch der Geheimdienst prüft jeden neuen Legionär. Ja. Und wenn das alles erledigt ist und wenn er das alles bestanden ist, dann geht er in die Ausbildung und die Ausbildung, die ist in einem Regiment in den französischen Pyrenäen, in Castelnaudary. Wie lange dauert die Ausbildung? Die Grundausbildung dauert 4 Monate. 4 Monate? Das ist sehr hart. Wir haben im Moment 132 verschiedene Nationen in der Legion. Das bedeutet 132 oder maximal sagen wir mal 110 verschiedene Sprachen. Wenn also ein junger Legionär, der ist aber kein Legionär, ein junger Bewerber in die Ausbildung geht, dann darf er ab diesem Moment nicht mehr in seiner Heimatsprache sprechen. Ja. Das ist die einfachste Art für uns, den Leuten Französisch beizubringen. Er darf sich nicht mehr mit seiner Familie in Verbindung setzen. Er hat 4 Monate keinen Ausgang. Gibt es auch noch den Fall, dass einer mental, psychisch, körperlich fit ist und einfach mit der Sprache nicht zurechtkommt, wird er dann auch wieder heimgeschickt? Dann wird er heimgeschickt, ja. So klar hat er. Er muss jeden Befehl ausführen können, er muss sich die Legion, das ist eine Elite-Armee. Ja, wenn der Ausgang hat, dann muss sich in der Stadt überall, muss er sprechen können mit den Franzosen. Nee, das kommt nicht vor. Also er muss ja auch repräsentieren können. So ist es. Wer das Kepi Blanc trägt, das ist das Zeichen des Legionärs, der muss repräsentiert die Legion. Und der Vertrag, den er dann bekommt, wird das der Handschlag gemacht? Oder sind die alle gleich, die Verträge? Die Verträge sind alle gleich. Der Vertrag läuft über 5 Jahre. Die ersten Verträge laufen immer über 5 Jahre. Und wenn er diesen Vertrag unterschrieben hat, dann gehört er praktisch der Legion. Eigentum der Legion. Ich möchte es so nicht ausdrücken, aber er hat einen Vertrag unterschrieben und für diesen Vertrag ist er verantwortlich. Wenn er sich dann danach was zu Schulden kommen lässt, verstößt er gegen diesen Vertrag und die Strafen sind drakonisch. Und dann kann er auch nicht bestimmen, wo er eingesetzt wird. Oder? Nein, das entscheidet die Legion. Wir brauchen nicht nur Soldaten, gute Legionäre, die im Kampfeinsatz sind. Wir brauchen Bäcker, wir brauchen Fahrer, wir brauchen Metzger, wir brauchen Leute für die Büros. Wir haben keine Frauen in der Legion. Ja. Und wir haben keine Bediensteten oder Angehörige der Legion, die nicht Legionär sind. Aha. Wir machen alles selbst. Also praktisch ist es wie eine kleine geschlossene Gesellschaft. Wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Das finde ich gut. Weil es gibt keine Frauen bei uns, nichts. Ne? Das ist gut und schlecht. Nee, das kann man von 2 Jahren sehen. Wenn ich mir da die erlauben darf zu sagen, ein Legionär in Frankreich ist ein sehr, sehr angesehener Mensch. Ja. Und die Menschen, die stehen uns ja positiv gegenüber. Das glaube ich. Ich habe mir gedacht, die Fremdenlegion wird in den Medien so stiefmütterlich behandelt. Jetzt hast du ja einen Bericht oder mehrere Berichte im ZDF mit Dreisat gemacht. Und dann kam ich auch auf die Idee, da muss einfach was passieren, weil ihr leistet so viele gute Dinge für den Frieden in der Welt, dass es einfach mal an die Öffentlichkeit kommen muss. Die Legion arbeitet zurzeit also im Einsatz, ja. Immer unter UN-Mandat.
Und es ist immer die Legion, die als erstes vorgeschickt wird, weil in Afrika oder irgendwo in Südamerika, das geht ja der ganzen Welt tätig, es ist immer die Legion, die als erstes hingeschickt wird. Du warst auch im Algerienkrieg. Ich habe 2 Jahre Algerienkrieg mitgemacht und habe anschließend war ich 3 Jahre in Ostafrika, in Somaliland, Djibouti. Und es war. Man sieht was von der Welt. Ne? Man sieht was von der Welt. Zwar nicht die schönen Ecken, aber man sieht was. Man sieht sehr schöne Ecken. Also, wir haben Regimenter in Französisch-Guayana. Wir haben bis vor ein paar Jahren ein Regiment in Tahiti. Also, man sieht wirklich die Welt. Und es gibt, ich war während meiner Dienstzeit, hatte ich Flüge nach Madagaskar, ich hatte Flüge in den Kongo. Es ist also schon sehr, sehr interessant. Ne? Das heißt. Das Leben in der Fremdlegion besteht nicht nur aus Kriegseinsätzen. Nein. Das muss auch was zu sagen. Es kommen natürlich sehr viele Bewerber zu uns. Die sehen Palmen, die sehen die Mädchen auf Fotos und so weiter. So ganz ist es ja, nicht. Ja. Weil zuallererst kommt ja mal der Dienst. Und der Dienst, der ist sehr, sehr. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Ne? So, ja, wobei der Dienst 80%, 90% hat. Ich habe den Bericht gesehen vom ZDF, die Ausbildung. Mein lieber Schwarm. Also da Die Ausbildung dauert, wie gesagt, 4 Monate. Nach 4 Monaten hat dann der Legionär das erste Mal das Recht, das berühmte Kiwi-Blau zu tragen. Vorher hat er nur Dienstanzüge und Dienstkappen. Und nach 4 Monaten wissen unsere Ausbilder, für was er sich am besten eignet. Ja. Und dann geht er in die verschiedenen Regimenter. Und im Moment hat die Legion 10 Regimenter. Das sind 3 Versorgungsregimenter, aber 7 Kampfregimenter, die weltweit eingesetzt sind. Und da wird der zukünftige Legionär, der nach 4 Monaten ist er Legionär, da wird er eingesetzt, nach so wie er eingeschätzt wird, wie seine Benotung ist. Er kann also nicht selbst wählen, in welches Regiment er kommt. Es kann sein, wenn er Castelnau d'Arrée verlässt, nach 4 Monaten, dass er 8 Tage später in Französisch-Guayana ist. Das hast du auch gerade vorhin gesagt. Bei der Legion, ihr macht alles selbst. Wir machen alles selbst. Bäcker, Metzger, alles selbst. Das heißt, wir machen alles selbst, was wir benötigen. Wir kaufen unser Bier, wir kaufen unseren Wein, wir kaufen die Brote auch außerhalb. Aber es müssen Bäcker da sein, die das verkaufen, die dafür zuständig sind. Das sind auch Legionäre. Alles Legionäre. Ja, dann kann es doch sein, wenn einer meinetwegen bei der Legion ist, dass er als Bäcker eingesetzt wird. Oder natürlich. Das heißt, das ist neu jetzt für mich. Weil man sieht immer nur die Filmberichte, wo es dann heißt, Einsatz, Kriegseinsatz. Also es kann auch sein, dass, wenn einer ein guter Bäcker ist, dass die Legion sagt, das ist ein guter Mann, nachdem er die Ausbildung geschafft hat, setzt er ihn als Metzger oder Bäcker ein. Natürlich, so ist es auch. Wir haben eine der bekanntesten Musikkapellen der Welt, die überall auftritt. Ja, die tritt jährlich in Berlin beim großen Polizeifest auf. Wir haben Leute, die kommen in die Legion, machen ihre Grundausbildung und dann wissen wir ja, dass er zum Beispiel ein guter Trommler ist. Ich habe einen Trommler gekannt, der hat in der Legion nichts anderes gemacht wie getrommelt. Da kam die Musik und war seine 5 Jahre war er bei der Musikkapelle. Das ist natürlich ist klar. Wir brauchen Leute in den Küchen. Wir kochen ja auch alles selbst. Ne? Also Köche haben immer die Möglichkeit, in die Legion zu kommen. Das ist für mich jetzt auch neu. Ja. Aber das siehst du heimlich, die Medien machen immer den Fehler, wenn es heißt Legion, dann denkt man immer, okay, die härteste Elite-Truppe der Welt, Ausbildung, da gehst du auf Zahnfleisch und wenn du da durchkommst, wirst du im Ausland eingesetzt und das war's dann. Aber so ist es nicht. Du kannst auch dann in einen Beruf eingesetzt werden, der nicht betrifft, sondern als Bäcker oder Metzger oder Musiker. Ja, natürlich, wir brauchen ja auch Leute in der Administration. Oder Administration zum Beispiel. Wenn ein junger Mann Kaufmann gelernt hat in Deutschland, dann kann man ihn irgendwie in der Administration brauchen. Ja. Jedes Regiment hat seine Kompanie und da ist immer eine Versorgungskompanie dabei. Ja. Aber er muss natürlich die Ausbildung mitmachen, weil es ja dann für den Notfall immer so ist, dass er für den Einsatz einberufen werden kann. Oder? Das ist richtig. Richtig, er macht seine komplette Ausbildung, aber auch die Leute, die in der Administration sind oder die in der Verpflegung sind oder Fahrer sind, die müssen immer wieder, alle paar Monate machen die Einsätze.
Also damit sie in Form bleiben, damit sie auch jederzeit eingesetzt werden können, egal wo. Und wenn ein Regiment zum Beispiel in Ostafrika eingesetzt wird, dann fliegen ja auch diese Leute mit. Unsere Leute brauchen ja im Einsatz auch Versorgung. Ja, logisch. Aber das war ein bisschen geklärt. Das heißt, weil das ist ja für mich auch interessant, wenn man das so liest, dann hat man natürlich schon ein bisschen Eindruck. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel, ich hoffe meine Fernsehzuschauer auch, schon ein bisschen mehr Bescheid, wie man sich bei der Legion bewirbt, wie der Ablauf ist. Also wegen der Bewerbung, also entweder übers Internet, das ist das Einfachste, oder aber jeder kann mich anrufen, wenn er sich bewerben will. Meine Nummer, die findet man im Internet, das ist überhaupt kein Problem. Und dann kriegt er von mir die Nummer, die er braucht. Ja. Wie viele Legionäre habt ihr zurzeit in eurem? Im Moment sind wir, hat die Legion eine Stärke von 8600 Mann. Das ist gut, ne? Ja, wir sind dabei aufzubauen. Es gab mal eine Zeit vor ein paar Jahren, da hat man die französische Armee, wie bei der Bundeswehr genauso damals, reduziert, die gesamte französische Armee. Und wir zählen ja zur französischen Armee. Aber die Zeiten sind vorbei. In der heutigen Zeit mit den ganzen Vorkommnissen, mit den Attentaten und so weiter, bauen wir auf. Und in 2 Jahren wird die Legion wieder 10.000 Mann haben. Das muss man auch nochmal deutlich machen, Heinrich. Die Legion ist praktisch ein Teil der französischen Armee. Ja. Und untersteht dem Präsidenten direkt. Ja. Das heißt, er ist der oberste Befehlshaber. Der Präsident ist immer der oberste Befehlshaber der Fremden Legion. Ja. 1961 war es aber ein bisschen schwierig, ne? Mit Herrn de Gaulle. Ne? Da wurde man ein bisschen geputscht. Aber ich habe gelesen, euer Regiment war nicht dabei. Ne? Ja, das war in Algerien. Es war im April 1961, da wurde de Gaulle, der hat bekannt gegeben, dass er Algerien freigibt. Ja. Und in Frankreich war es so, dass Algerien angesehen wurde als Muttererde von Frankreich. Ja. Es war also keine Kolonie. Ja. Frankreich hatte, Algerien hatte nie den Status einer Kolonie. Ja. De Gaulle musste aber in den Anfang der 60er Jahre natürlich, aufgrund der weltöffentlichen Streit, musste er irgendwas tun, und er hat sich nach dem Algerienkrieg entschlossen, Algerien freizugeben. Das waren die berühmten Verträge von Evian am Genfer See. Und Algerien ist am 1. Juli 1962 frei geworden. Und es war natürlich für uns alle eine schwere Zeit. Die Legion musste abziehen aus Algerien. Wir waren seit 1832 in Algerien. Und wir wurden dann auf die ganze Welt verteilt. Viele auch nach Frankreich rüber. Ich wollte da noch was dazu sagen zu Louis Philippe damals. Ja. Louis Philippe hat in den Verträgen und in das Gesetz reinschreiben lassen, dass die Fremde Legion niemals in Frankreich, im Mutterland, stationiert werden darf. Er wollte sie ja draußen haben. Ja. Und die Legion hat sich ja selbst ernährt. Das war also kein Problem. Ja. Aber das ist dann später nicht behaltbar gewesen. Es gab Ausnahmen. Also die erste Ausnahme, die gab es als 1870-71 im Krieg gegen die Preußen. Da wurde die Legion rübergeholt. Nachdem der Krieg für Frankreich verloren war, wurde sie wieder nach Afrika geschickt. Das zweite Mal war der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg genau das Gleiche. Hier wurde nach Frankreich zurückgeholt, egal wo sie war, hat die ganzen 6 Jahre Krieg mitgemacht, weil Frankreich hatte ja unter der Vichy-Regierung eigentlich keinen Krieg mehr. Das war jetzt, Vichy hat ja, das war ja ein Waffenstillstand mit Hitler. Nur de Gaulle in London, der hat ja alle wehrfähigen Franzosen aufgerufen, zu ihm nach London zu kommen. Das heißt, der Krieg ging weiter. Und dann wurde die Legion wieder zurück nach Afrika geschickt, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war. Und nach Algerien wurde das Gesetz geändert, und heute haben wir unser Hauptquartier in Aubagne bei Marseille. Und 5 dieser Regimenter sind in Kampfregimenter sind heute, 6 sind heute in Frankreich stationiert. Und dann haben wir ein Regiment in Französisch Guayana, wir haben ein Regiment im Indischen Ozean sitzen, und ich habe recherchiert, damals als der Putsch war,
war auch mal die Überlegung, die Legion ganz aufzulösen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also die Überlegung, Dekon wollte damals die Legion auflösen. Man muss da aber ein bisschen ins Detail gehen. Es waren vier Generäle, die geputscht haben. Ja. Und alle Generäle hatten damals vorher ein Regiment der Legion kommandiert. Ja. Und drei dieser Generäle waren gebürtig in Algerien damals, einer in Frankreich. Und die wollten nicht mehr de Gaulle gehorchen, sie wollten de Gaulle dazu bringen, dass er die Verträge annulliert und dass Algerien in Frankreich, bei Frankreich dabei bleibt. Und ich glaube, das zwei Tage hat es gedauert und dann war Algier in der Hand der Legion. Und dann ist am dritten Tag dieser Putschleiter zusammengebrochen. Am zweiten Tag sind auf den Champs-Élysées in Paris die Panzer aufgefahren, weil sie dachten, wir springen. Und soweit ist es nicht gekommen. Die Generäle wurden abgesetzt, viele Offiziere wurden vor Kriegsgerichte gestellt. Es gab es damals noch, erschossen im Fort de Nogent, in den Gräben von Fort de Nogent. Und viele andere sind jahrelang im Gefängnis gelandet. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, Heinrich, du warst dabei in Algier, als die Übergabe von Jacques gegangen ist. Als Frankreich Algerien verlassen musste. Wir waren alle dabei. Es war nach dem 1. Juli 1962. Aber zum Zeitpunkt war ich in der 13. Nebelbrigade. Mein Regiment hat im August, Anfang August, Algerien verlassen. Wir wurden mit dem Schiff durch den Suezkanal nach französisch Somaliland transportiert und haben dort als Regiment eine neue Heimat gefunden. Was schlimm war, es waren ja über 1 Million Franzosen, die damals Anfang Juli 1962 Algerien verlassen mussten und nach Frankreich zurückgetransportiert wurden. Das waren die berühmten Bédouins. Denen blieb nichts anderes übrig in dem Fall, ne? Wer nicht flüchtete, der wurde umgebracht. De Gaulle hat sie zutiefst bereut, dass er die Algerier, die damals während des Krieges in der französischen Armee gedient haben, das waren die Hakis. Ja. Und diese Hakis waren Algerier, hatten die französische Staatsbürgerschaft, weil sie ja Algerier waren. Und da wurden über 100.000 wurden ermordet in dem halben Jahr bis Ende 1962. Jetzt habe ich mal eine persönliche Frage an dich, Heinrich. Du hast von 1960 bis 1965 als Legionär gedient. Was waren denn deine persönlichen Interessen oder Vorstellungen, warum du in die Legion gehen wolltest damals? Hat es da irgendwas gegeben, was ausschlaggebend war? Bei mir war es eigentlich ganz einfach. Ich bin in Mannheim geboren, ich musste einen Beruf lernen, den ich hasste. Ich habe Dreher lernen müssen, weil meine Familie das so wollte. Es war damals schwierig, eine Lehre, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und ich habe meine Prüfe abgelegt nach 3,5 Jahren und habe dann den blauen Anzug ausgezogen, habe gejobbt, aber ich musste ja wieder was tun. Und zu dem Zeitpunkt war ja in Deutschland die Legion in aller Munde. Der Indochina-Krieg war vorbei, der Algerienkrieg hatte richtig begonnen. Und dann ging es mir genauso wie vielen anderen auch, die Lieder von Freddie Quinn, die Palmen, die Mädchen. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen und bin nach Straßburg gefahren, habe mich gemeldet und 3 Wochen später war ich in Algier. Du wolltest praktisch dein altes Leben hinter dir lassen, ja, in der Hoffnung, etwas Neues, ja, Besseres anzufangen. Genau. Und sind wahrscheinlich bei vielen die Gründe, ja, warum sie zu legen. Und bei mir ist das gelungen, also nicht ganz so, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Hast du dir so hart vorgestellt? Nein, aber ich bin mit ganzem Herzen Legionär. Ja. Ich habe mein ganzes Leben für die Legion gearbeitet, bis heute. Ja. Und ich kann mir das alles nicht ohne die Legion vorstellen. Auch Mitglieder meiner Familie, meine Frau, die haben da mitgezogen später. Ne? Natürlich, nachdem ich meine Frau kennengelernt hatte, bin ich von der aktiven Legion ausgeschieden, obwohl ich per Handschlag einen Vertrag angeboten bekommen habe, nach Tahiti zu gehen. Ja. Welcher junge Mann damals wollte nicht nach Tahiti? Ja. Aber ich habe dann mich entschlossen, eine Familie zu gründen hier und habe dann mein Leben in Mannheim verbracht. Ich war 30 Jahre in einer
VW Audi Firma und habe am Anfang als Verkäufer, die letzten 20 Jahre als Verkaufsleiter, bis ich in Rente gegangen bin. Also mein Leben war erfüllt, aber immer in dieser ganzen Zeit habe ich für die Legion gearbeitet und das macht mir auch heute noch in meinem Alter riesig Spaß. Ne? Du hast gesagt, wer einmal Legionär ist, Unfall ist schon leer, Tuschel ist schon leer, das ist immer Legionär. Ja, einmal Legionär, immer Legionär. Deswegen treffen sich die Alten, auch wenn sie längst zu Hause sind, Kinder haben, Enkel haben, wir treffen uns immer wieder. Und ja, und ich spreche schon von alten Zeiten. Ich meine, da gibt es bestimmt viel zu erzählen. Ne? Da gibt es viel zu erzählen. Ja. Gibt's auch, es gibt doch auch bestimmt Legionäre, bei denen es nicht so zugetroffen ist, was sie erwartet haben, oder? Die gibt es bestimmt, die gibt es überall. Die gibt es also in jedem Beruf, in jeder Schicht, in jeder Bevölkerungsschicht, die gibt es überall. Du hast gerade gesagt, es gibt auch welche, die dann desertiert sind bei Einsätzen. Deserteure gibt es überall. Ja. Nur es ist so, wir hatten relativ wenig Deserteure, weil die Strafen sind drakonisch gewesen, vor allen Dingen in Kriegszeiten. Also ich kann mich in Algerien während meiner Ausbildung erinnern, da waren statt 2 Stück in den 4 Monaten, die abgehauen sind. Ein paar Tage später waren sie wieder da, das heißt, die kamen dann ins Straflager. Ja. Und ich kann mich erinnern, als wir mit dem Schiff 1962 durch den Suezkanal fuhren, sind ein paar, die hatten ja alle viel Geld, mit ihrem Geld in ein paar Zeit von Bord gesprungen. Mhm. Auch die Ägypter haben die alle wieder ausgeliefert. Ja. Als wir wurden relativ gut bezahlt als Legionäre. Ja. Und wir haben damals, das ist auch heute noch so, für Einsätze, für bestimmte Einsätze, wurden wir mit Prämien, gab es Prämien. Und als ich meinen Vertrag für Djibouti unterschrieben habe, also für Ostafrika, da haben wir schon ein paar tausend Mark damals bekommen, wo wir runtergefahren sind auf dem Schiff und später nach 3 Jahren bei der Rückfahrt. Also Geld ist in der Legion vorhanden. Also heute, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen, wenn ein junger Mann sich meldet bei der Legion, dann liegt der Sold im Moment bei zwischen 14 und 1500 Euro. Das ist der Anfang. Ja. Das ist Taschengeld, weil er ist ja voll verpflegt, er kriegt seine Getränke, er kriegt sein Wein, so viel er möchte, er ist angezogen, das ist reines Taschengeld. Kann er dann dadurch zurücklegen? Ja, könnte er zurücklegen. Könnte er. Ja, da könnte er zurücklegen. Und das machen auch viele. Ja. Wenn er die 4 Monate Ausbildung rum hat und er kommt nach, ich nehme jetzt wieder mal das Beispiel mit Französisch Guayana, da geht er 3.000 im Monat. Auch das ist Taschengeld. Die Bezahlung ist gut und für besondere Einsätze gibt es auch wieder Geld. Und dann gibt es auch Rente, ne? Und dann, ja, jeder Legionär ist ja gestellt wie ein Franzose. Das heißt, die französische Sozialversicherung kann man vergleichen mit der deutschen Rentenversicherung. Also wenn einer 5 Jahre in der Legion ist, bekommt er eine Rente, die ist genauso hoch, ungefähr genauso hoch, wie wenn er in Deutschland als Facharbeiter oder als Angestellter gearbeitet hätte. Dazu kommt eine Zusatzrente für die Legion und dann gibt es eine besondere Rente, die müssen sich erarbeiten. Es gibt den Sorge, dass die Karte Kombatant, das ist die Frontkämpferkarte. Die Frontkämpferkarte bekommt ein Legionär, wenn er insgesamt ein Jahr im Fronteinsatz war. Ja. Also im härtesten Einsatz schon. Und da kriegt er, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennt, der kriegt den Frontkämpferausweis. Ja. Und für diesen Frontkämpferausweis kriegt er noch einmal eine Zusatzrente. Also ich habe 3 Renten praktisch von Frankreich. Für besondere Einsätze dann. Für besondere Einsätze. Die müssen sich also schwer verdienen. Ne? Ja. Und da wird jeder Tag wird da gerechnet. Ne? Also da ist der französische Staat sehr, sehr genau. Und wann bekommt man die Rente? Die Rente ist in ungefähr angeglichen wie bei uns in Deutschland. Es gibt, bei uns kriegt man die Rente, ich kenne mich in der Rentenversicherung in Deutschland nicht aus, aber es gibt, nehmen wir ein Mittel, mit 65 gehst du in Rente und wenn du diesen Rentenantrag in Deutschland gestellt hast, geht eine Kopie nach Frankreich und dann tritt die französischen
Renten ein. Und dann, es gibt natürlich Unterschiede, wenn ein Legionär, ein ehemaliger Legionär, sich entscheidet, nach seiner Legionszeit in Frankreich zu bleiben. Da haben wir jetzt dieses berühmte Beispiel mit der französischen Eisenbahn, wo der Präsident im Moment zu arg sich einsetzt. Ein Eisenbahner in Frankreich geht mit 54 Jahren in Rente. Das würde bedeuten, wenn der Legionär 20 Jahre in Frankreich bei der Eisenbahn arbeitet und geht dann nach Deutschland, dann kriegt er diese Rente von Frankreich, der kriegt er schon mit 54 Jahren. Die Eisenbahner in Frankreich, die haben Vorteile, die können wir Deutschen uns gar nicht vorstellen. Ne? Die haben 45 Tage Urlaub im Jahr. 45 Tage. Das heißt, Nummer 1 Legion, Nummer 2 Eisenbahn. Wenn es ja, Legionäre werden bei der Eisenbahn arbeiten viel bei der französischen Eisenbahn, die werden gerne genommen. Und es arbeiten sehr viele Legionäre für den französischen Staat weiter, zum Beispiel als Garde du Corps, als Leibwächter, als Fahrer von Prominenten. Da wird natürlich ein ausgebildeter Ex-Kämpfer sehr gerne genommen. Was man fragen wollte, nun ändern sich ja auch in Frankreich die Präsidenten ab und zu. Gibt es bestimmt Unterschiede, wie ein Präsident auf die Legion einwirkt? Was ist für dich der beste Präsident im Bezug der Legion gewesen? Kann man das so sagen? Also für mich war Frankreich, meine ich das. Während der Legionszeit oder danach? Danach. Danach. Also ich hätte Sarkozy gewählt. Ja. Damals. Sarkozy ist, war im Gegensatz zu seinem Nachfolger, zu Hollande, kein Sozialist, er stand voll hinter der französischen Armee. Ja. Aber heute muss ich sagen, als Macron gewählt wurde, als er sein Präsidentenamt antrat, am dritten Tag ist er nach Mali geflogen, zu meinem Regiment und zu der Legion, und hat sich dort vorgestellt. Also Macron, glaube ich, wird ein sehr, sehr guter Präsident werden. Ist vorbildlich, ja? Vorbildlich, ja. Aber es gibt schon Unterschiede, wie die Einstellungen sind. Natürlich. Gut, aber es kommt auch immer auf die politische Lage an. Ja. Es gab Zeiten, da war Frankreich, da hat Frankreich eigentlich keine Armee, gar keine Armee gebraucht. Und das waren die Zeiten vor Sarkozy. Da hat Frankreich, genau wie Deutschland, die Bundeswehr, die das effektiv der französischen Armee und die Legion zählt ja dazu, reduziert. Das war ein großer Fehler. Und sogar Hollande hat vor 2 Jahren schon begonnen, die Armee wieder aufzubauen. Weil die Armee war zu schwach nach diesen ganzen Attentaten, überall in Frankreich die Bewachung durchzuführen. Die Armee, die Legion, wird im Ausland gebraucht, nicht in Frankreich. Aber heute, wenn jemand mit dem Zug nach Paris fährt, er steigt im Garde-Lest aus, wen trifft er da? Legionäre mit Polizisten gemeinsam in Kampfuniform und MP. Das hat sich also schon geändert, ne? Ja, es hat sich alles geändert, ja, ja. Sehr geändert. Ja. Das heißt, die innere Sicherheit ist den Franzosen so viel wert, dass sie sagen, da müssen Spezialisten her. Das ist richtig, ja. Ein Legionär darf auch in Frankreich schießen, sofort schießen. Ja. Und braucht sich anschließend nicht groß verantworten vor einem Staatsanwalt wie hier in Deutschland. Ja. Ein Polizist muss in Frankreich auch mehr Rechenschaft ablegen. Ja. Und deswegen sind immer, wenn Polizei im Einsatz ist, in Frankreich, im Bewachungseinsatz, sind wir eigentlich gar nicht dabei. Ja. Ich habe gelesen, ich wollte es eigentlich gar nicht glauben, wenn ein Häftling in Deutschland Ausgang hat, und dann haben die meistens keine Justizbeamten, sondern private Sicherheitsdienste als Begleitpersonal mitgeschickt. Und die dürfen nichts machen, wenn der abhaut, die dürfen die Polizei rufen. Also ich frage mich, wie laden die Leute zu einladen, oder? Da ist die Gesetzgebung in Frankreich vollkommen anders. Also es kann dir eigentlich gar nichts Besseres passieren, als dass du Ausgang hast. Man kannst mal sagen, wiedersehen, mein Herr, dann dürfen die Polizei anrufen, bis dahin bist du weg. Ne? Ja. Ja, aber das gibt es so in Frankreich nicht. Frankreich hat mehrere Polizeien. Also die haben ja die Police Nationale, sie haben die CAS, das ist die berühmte und berüchtigte auch für uns Deutsche Polizei, kaserniert alles, die auf den Autobahnen die Kontrollen macht und so. Und dann haben sie die Police in den Städten, die Stadtpolizei.
Zwei davon sind kasaniert, das heißt, die Leute, die Polizisten sind verheiratet, auch haben Kinder, aber sie können in der Kaserne schlafen, aber sie können auch nach Hause gehen. In Deutschland ist es undenkbar, eine kasernierte Polizei. Man hat ja auch in Deutschland überlegt, eine Elitetruppe aufzubauen. Die GSG 9 war ja mal der Anfang. Das war eine gute, Elitetruppe. Ich bin sicher, die Bundeswehr, wenn man ihr die Möglichkeit geben würde, die Bundeswehr hat hervorragende Leute, ja, aber man lässt sie nicht. Ja. Wenn die Frau Merkel eine Truppe nach Mali zum Beispiel schickt, ja, dann muss sie den Bundestag fragen und die müssen abstimmen. Ja. Das gibt es im Frankreich nicht. Bis dahin ist der Krieg verloren. Ja, ja, ja. Ja, die Bürokratie in Deutschland ist schon ein bisschen langatmig. Also die Legion, es hat mal einen General gegeben, der hat gesagt, ein französischer General, ein General von der Legion, wenn ein Legionär stirbt, braucht keine französische Mutter um ihren Sohn weinen, weil wir übernehmen die Arbeit eines normalen Franzosen. Guter Satz, ne? Guter Satz, ja. Weil wer in die Legion geht, der weiß, er kommt in den Einsatz. Es gibt mit Ausnahme von den, was ist das Beispiel mit den Bäckern und Kuchen, ja, ja. Jeder kriegt seinen Einsatz und jeder muss sich im Kampf eigentlich bewähren. Es gibt ganz wenige, die nach 5 Jahren nicht im Kriegseinsatz waren. Wo ist die Legion im Moment aktuell? Im Moment haben wir folgende Einsätze. Wir sind noch in Jugoslawien. Auch noch, ja. Auch noch, ja. Wir sind in der Elfenbeinküste, wir sind in Mali, wir sind im Sudan, wir sind im Kongo und wir sind in Burkina Faso. Und wir sind im Einsatz in Französisch-Guayana. Da bewacht die Legion dieses Abschussgelände von den Ariane-Raketen. Ja. Es ist aber im Einsatz an der brasilianischen Grenze, weil die Brasilianer, die versuchen natürlich auch zu Hunderttausenden, wenn es geht, nach Französisch-Guayana zu kommen. Französisch-Guayana ist Frankreich. Das heißt, wer in Französisch-Guayana lebt, lebt in der EU, auch wenn der so weit von uns entfernt ist. Also die Einsatzgebiete sind praktisch rund um Afrika. Ne? Rund um Afrika, ja, aber wir haben beide Golfkriege mitgemacht. Ne? Ja. Wir waren in Afghanistan dabei. Ja. Wir haben in Afghanistan einige Leute verloren. Ne? Und ja, aber da muss man auch wieder dazu sagen, auch in Afghanistan wurden die besten unserer Kampfeinheiten geschickt. Die waren nicht dort, um Polizisten oder Soldaten auszubilden. Die waren dort, um gegen die Fremder zu kämpfen. Da müsste mal so eine Einheit nach Syrien gehen, so? Die fand die 13. Delia-Brigade, mein Regiment, war im Irak und hat die Truppen im Irak ausgebildet, zusammen mit Amerikanern, sind jetzt wieder zurück. Man hat sie zurückgeholt und die sind jetzt heute in ihrer Kaserne in Südfrankreich. Der Wolfgang Bosbach war ja vor 2 Tagen bei mir, ein sehr, sehr netter, kompetenter Mann. Er weiß, wovon er spricht. Da habe ich ihn gefragt, Herr Bosbach, Sie sind nur ein Experte für Ihre Sicherheit in Deutschland. Was macht man mit so Leuten, mit dem Herrn Orban zum Beispiel, der sich einfach weigert, Flüchtlinge aufzunehmen? Ja, der hat gesagt, den kann man natürlich mit wirtschaftlichen Konsequenzen drohen. So, habe ich gesagt, und wenn ihr das auch nicht macht? Ja, hat er gesagt, es gibt Leute, die verstehen dann nur eine andere Sprache. Mehr will ich auch nicht sagen. Ja, also man sieht dann schon, das ist immer mein Problem, man redet immer in der Politik so viel von Gesprächen. Natürlich ist es besser, 10-mal zu sprechen, als einmal zu schießen. Aber es gibt Völker, die verstehen es einfach. Ja, ja, ja. Und dann sind so Leute, solche Armeen wie die Fremdenlegion äußerst wichtig, die dienen dem Frieden. So ist es. Und das muss aber klargestellt werden. Ne? Ja. Es ist keine Kriegsarmee, sondern eine friedensdienende Armee. Natürlich schießen die nicht mit Platzpatronen, das ist klar. Ne? Oh nein. Ja, wir haben also ein Kavallerieregiment, die sind mit mittelstarken Panzern bewaffnet. Wir haben zwei, wie sagt man in Deutschland, Pionierregimenter. Ja. Eines in den Bergen, in den Südalpen und eines in der Ebene. Die begleiten das sind Kampfregimenter, die begleiten die anderen Kampfregimenter und ebnen ihnen den Weg. Und dann haben wir drei Infanterieregimenter, aber alles ausgestattet, auch mit kleinen
beweglich im Panzer und so weiter. Die sind jederzeit überall einsetzbar. Und zwei unserer Regimenter, das erste zweite Fallschirmjägerregiment, ist stationiert in Korsika und das zweite Regiment der Legion in Südfrankreich, die sind immer einsatzbereit. Das bedeutet, jeder Legionär hat seine Einsatzutensilien neben dem Bett stehen. Sie haben die Maschinen auf Abruf. Sie haben die Maschinenpistole oder ihr Gewehr, je nachdem, was sie für eine Bewaffnung haben, immer dabei. Halt, ich tue dich direkt gerne unterbrechen. Meine ja. Sendezeit ist abgelaufen. Ich hoffe, dass es solche Armeen wie die Fremdenlegion noch lange gibt, die dem Frieden dienen. Und ich hoffe, dass es so Menschen wie dich, Heinrich, mehr gibt auf der Welt, die wissen, von was sie sprechen. Und gerade in solchen unbequemen Zeiten wie heute ist es wichtig, so Leute wie dich zu haben. Heinrich, bedanke mich für dein Kommen. Es war eine große Ehre, eines der höchstreichen Fremdenlegionäre oder Delegierte, Verwaltungsrat zu haben. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bestimmt noch einmal. Würde mich sehr freuen. Dankeschön. Wir machen noch irgendwann einen zweiten Teil. Das war's, liebe Fernsehzuschauer. Das war Heinrich Back von der Legion. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen. Und wenn jemand Interesse hat, das hoffe ich doch, dann einfach an Heinrich Back im Internet schreiben. Er bekommt dann alle Informationen, wie es weitergeht. Man kann auch nicht schreiben. Das war's, Heinrich. Wir winken nochmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Heinrich Zipfels. Tschüss.